Wenn der Winter so lang und grau ist wie in diesem Jahr, muss man einfach selber für Farbe sorgen. Und weil Ostern vor der Tür steht, liegt es nahe, sich kreativ auszutoben. Bevor Carmen und ihrer Freundin Conny aber die Hände am Huhn festfrieren, sorgt Fredi, die gute Seele vom Hankenhof, für innere Erwärmung. Guck mal, Fredi. Warmes für euch lieben. Oh, wunderbar. Ja, ich das möchte Hase sein. Möchtest du Hase sein? Oder möchtest du Hahn sein, so ohne Kamm? Der braucht nicht mehr treten. Hase, Fredi. Denn Hahn kann auf dem Hankenhof nur einer sein. Hallo, was läuft hier denn? Wir stärken uns nach getaner Arbeit. Was habt ihr denn getan? Ja, musst aussteigen. Musst du deinen Pupert bewegen. Wo Hochprozentiges fließt, ist auch ein Tamme nicht weit. Hallo? Prost. Du sollst erst gucken und dann trinken. Hey, ganz schnell, hier gelüste uns. Hier, Conny, komm, Glas abgeben an den Zimmer. Ja, das mache ich sofort. Conny wollte sowieso nicht. Das sieht gut aus. Ein bisschen schlapp hast du gemacht, wa? Ja, was? Extra. Menno, Menno, was man hier alles mit zu tun hat, nicht? Aber es läuft, das sieht ja gut aus. Das sieht gut aus. Aber was ist denn, wenn es hier über Ostern schneit? Dann wird's weiß. Ich habe noch einen Weihnachtsmarktbeleuchtung und drei Kerzen. Das sind ja bunte Eier, die sieht man ja auch im Schnee, ne? Genau. Weiße Eier kannst du im Schnee nicht sehen. Ja. Ostern im Schnee? Das will ja wohl keiner. Deshalb wird auf der Weide einfach mal der Frühling eingeläutet. Die ersten Kälber sollen die Sonne hervorlocken. Der XXL-Ostfriese spielt mit Unterstützung von Becky Hebamme. Ich war nämlich gestern Abend um 8 Uhr noch hier, weil ich habe förmlich Lunte gerochen. Der Chef hat alles im Griff. Ja, die Wasserblase ist da. Jetzt kommt die Fruchtblase gleich. Sie muss sich nur hinlegen. Einfach empfehlen lassen. Ihr braucht mich hier ja eigentlich nicht, nicht? Und wenn, dann rufst du an, Becky. Stimmt. Bislang haben Generationen von Kühen ihre Kälber auch ohne Tammes Unterstützung bekommen. Außerdem wird der Knochenbrecher jetzt woanders gebraucht. Mein Pferd läuft seit einem halben Jahr nicht mehr, klemmt sehr stark. Mit der Klinik kommen sie nicht weiter und deswegen wollen wir heute mal zu dem Manken. So, einmal den Schritt hoch und runter. Oft ist der XXL-Ostfriese die letzte Hoffnung. So manches Pferd, das hierher kommt, hat eine lange Leidenstour hinter sich. Und zurück. An Schritt- und Hufstellung erkennt er, was bei seinen Patienten falsch läuft. Wer führt die Pferde vor beim Schmied? Ich. Hier geht das Pferd zehenweit. Ja. Steht x-beinig, die Armsprunggelenke kriegen Haue. Im Schnitt kostet es nachher 3 Jahre. Erstmal wird die hintere Wirbelsäule gelockert. Danach ist die Nackenpartie an der Reihe. Also muss außen den Huf gekürzt haben. Gucke mit dem Schlag. Niemals wird ein Eisen so reingezogen. Ja. Das ist Wahnsinn. Das Eisen hat den Verlauf hier hin zu haben. Dies hätte einfach abgeschnitten werden müssen. Okay. Was zu lang ist, kommt runter. Das ist auch so ein bisschen fuschi, ne? Hinten hat er das gut gemacht. Breit genug. So, das war die Hüfte. Da würden wir nicht mal mit aus dem Fernsehsessel kommen. Und es kommt noch schlimmer. Der hat eine Kupferallergie in der Schnauze. Und dadurch zieht er den Kopf beim Reiten immer hoch. Kupfer treibt nach oben. Das kann auch schon damit zu tun haben. Was dann für ein Gebiss? Stinknormales Edelstahlgebiss. So, jetzt erklärst du mir den Sattel. Halt du mal fast, Jung. Nachhilfestunde in Sachen Pferd. Also, der Schwerpunkt ist hier. Für mich. Für mich ist der Schwerpunkt hier, da wo du nämlich die Beulen in Leder sitzt. Siehst du, da hast du ein Gesicht? Ja. Guck ihn, das ist ganz einfach. Wenn du nächstes Mal einen Sattel kaufst, dann fragst du dir die Grundfrage deines Lebens: Ist der, der den Sattel gebaut hat, besoffen gewesen? So. Und dann hebt ihr dieses Teil an. Und dann guckt ihr, wie die Strippen da reinhängen. Siehst du das? Komm hier, Mama. Du hast die Kohle ausgegeben mit der Tochter. Ich spüre das wohl, so wie du reagierst. Guck eben, so schräg die Strippen drin. Der muss doch wie eine Granate so dick gewesen sein. Der Käufer hat keine Ahnung
Und der Typ wollte nur euer Bestes, eure Kohle. Die ist ja auch nicht weg, die ist jetzt bloß bei ihm. So, jetzt hebe ich den Sattel im Schwerpunkt. Und dann frage ich nochmal, wer hat keine Ahnung gehabt? Und die Strippen hängen gerade. Ach du Scheiße, nicht? Müssen die immer so gerade runter? Die müssen immer, klar. Ja, logisch. Ja, sag mal. Und Schätzelein, toll, nicht? Mama hat tolle Sättel gekauft, bloß nichts passt. Ja. Aber das geht, Leute. Das ist genauso, als wenn du jetzt noch einen Pampers antragen musst, wenn Mama dir das gibt für einen Zweijährigen. Also wir haben eine Szintigraphie machen lassen, da kam das am Hals raus, dann wurde der Rücken abgespritzt, die Rippen geröntgt, es wurde alles gemacht und keiner wusste. Dann Schmerzmittel gekriegt, volle Pulle und er lief immer noch nicht. Ihr müsst ja auch nicht nur immer auf dem Pferd raufspringen, ihr müsst den Gaul doch auch mal fragen und mal verstehen. Also ich bin die letzten drei Monate gar nicht geritten, weil wie gesagt, er... Pferde sind wie Frauen. Guck, in diesen paar Minuten hat er mir so viel erzählt, was er alles auf dem Herzen hat. Und ihr geht ja jeden Tag mit rum. Wenn du später verheiratet bist, sag niemals zu deinem Mann, du verstehst mich nicht. Nein, ihr versteht euch Gäule wohl mit umgeht auch nicht. Das ist das Problem nämlich. Das ist ein kerngesundes Pferd, völlig missverstanden. Von Trense bis Sattel und die Beschläge vorne. Okay. Alles für den Moors. Und wenn wir das ändern, bist du vorne dran. Bloß hier muss was vernünftig passieren, sonst geht's nicht. Räumt dies erstmal auf und wenn er das fertig hat, dann hier in 14 Tage später muss das Pferd laufen. So sehe ich das. Ich gebe euch noch von unserem Schmied eine Karte mit, der ist irgendwo Höhe Rheine. Fahren wir auch notfalls macht den Termin bei ihm an der Schmiede. Ja. Dass ihr einen vernünftigen Schmied habt, weil das liegt mir im Magen, dass das richtig kommt. Und mit den Sättel werdet ihr auch klar. Kann man nichts zu sagen. Man ist enttäuscht, aber im Prinzip, dass man so verarscht wurde. Mhm. Ne? Aber es ist ja gut zu wissen, wo man dran ist, weil als ich ihn gekauft habe, super zu reitendes Pferd. Nichts gemacht, immer gelaufen. Wow, sehr lieb. Und jetzt ging halt zum Schluss gar nichts mehr. Ne? Aber jetzt ist die Hoffnung ja wieder da. Und das ist doch schon mal die halbe Miete. So, ich schreibe das jetzt mal auf. Schön wär's, aber das Kleine lässt sich reichlich Zeit. Da dürfen wir jetzt nicht hin. Die drückt das gleich raus. Die Fruchtblase kommt jetzt, sie platzt jetzt jeden Augenblick. Natur ist Natur, das ist immer das Beste. Wir müssen nicht überall eingreifen. Die greift bei den Pferden normalerweise auch nicht gleich ein. Aha. Na dann, abwarten. So, siehst du. Ich hole gleich mal ein bisschen Brot, ne? Ich hab noch lecker gekriegt vom Bäcker. Okay? Ja? Yum, yum, yum. Du hast immer Hunger, ne? Armes Schnitzel. Papa wollte schon wieder auf dich los, weißt du das eigentlich? Der will immer, dass du an den Haken gehst, da wollen wir nicht, ne? Nö, Haken, ne. Nee, Haken will ich auch nicht, nein. Vor allem, wer soll denn so viele Schnitzel essen? Nein. Hallo? So. Komm mal her. Ich muss nicht mal weglaufen. Komm mal her. Hallo. Nicht immer weglaufen. Hallo. Ist gut. Komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Hallo. Du benimmst dich hier, ne? Ich brauch deine Hufe nicht im Gesicht, du. Nee, das will ja keiner. Na? Moin. Moin. Na? Na? Vielleicht kannst du mir noch mal helfen. Ich krieg wieder ein Pferd hier nicht gefangen. Ja, machen wir. Die Fuchsstute, die hat leider die Halfter abgezogen. Ich muss sie anspritzen. Ich krieg die nicht. Die krieg man mit Halfter schon kaum. Hast du denn noch ein Lasso? Ob ausgerechnet Schweinezüchter Peter der Richtige für diesen Job ist? Aber pass auf, die andere, die ist fies, ne? Sonst müssen wir die andere versuchen, an den Kopf zu kriegen. Also Peter, dann mal ran an die Zicke. Genau, erst mal beruhigen und dann beherzt zupacken. Klarstellen, wer der Chef ist und ab in die Ecke, da wo es kein Entrinnen gibt. Wenn löbt, dann löbt. Peter brauche ich nicht noch mal eine Einweisung geben, es läuft, es flutscht. Wenn das Tau um den Hals gelegt, hast du es gewonnen. Komm mal.
Peter ist nicht nur ein Frauenversteher, er ist auch ein Pferdeversteher. Seht ihr das? Hat er wirklich gut gemacht. Also Peter ist ein Schatz, aber er mag seine Frau lieber. So, so. Hier, Lehrling. Praktisch, der neue Assistent. Zu Ostern haben Carmen und Tammel die Kinder aus der Nachbarschaft eingeladen. Zuerst müssen sich die kleinen Gäste natürlich bekannt machen. Zum Beispiel mit Willi, dem 2 Wochen alten Lamm. Guck mal, da kommen die Hörner. Der kriegt den so richtig gedreht, so zweimal rum und dann... Ne? Ja, oh. Willi will offenbar mal ein ganz großer werden. Und Ersatzmama Tatjana unterstützt ihn dabei volle Pulle. Ja, ein Osterlamm, genau. Unsere Nachbarn haben auch... Wie? Traust du dich schon? Oh nein! Die kleine Hanna ist Tammes Patentochter. Sie hat bei Willi Heimspiel. Und Becky vergisst bei so viel Glückseligkeit glatt das Kälbchen auf der Weide. Entweder Kuchen backen oder Ponyställe misten. Das ist Ostern. Wer hat wo Lust zu? Hallo, Hühner! Wer hilft mir denn beim Eiersuchen? Herrlich. Bei so vielen Besuchern finden sich immer ein paar Freiwillige. Ja, komm mal denn her. Da, guck hin. Da sind Eier, Jena. Da, komm mal. So. Tamme holt hier ein paar Eier. Oh, schöne Eier. Guck hin. Kriegst du die auch? Da, guck hin. So. Oh, klasse, Hanna. Oh, grün, guckend. So ist gut. Und jetzt bringen wir die in die Küche. Wo wir hin? Komm, du gehst wieder Papa. Wie ist Papa die Eier? Na, Diamant, was macht der Nachwuchs? Und wir gucken, ob das Kälbchen hier irgendwo liegt. Ja, hier, hier. Ist das herrlich, ne? Tatsächlich, das Kleine hat's geschafft. Ganz ohne Hilfe vom großen Tamme. Dies ist eine bunte Siegerkuh gewesen. Das ist eine Kreuzung zwischen Welsh Black und Angus. Der Kalf ist aber selbstbewusst. Ganz der Papa. Ich weiß genau, wo mein Freund das gerne hat. Guck mal denn hier. So, so, komm hier. Kopf hoch. Nein. Dies ist ja so schön, nicht? Mit so einer scharfen Hake. Nicht? Das tut so gut. Nein. Er ist ein richtiger Sunnyboy. Er ist ganz smart und er ist auch vorsichtig mit ihm. Hallo, Anja. So, guck, Anja kennt das auch noch. Und das sind alles diese Stellen, da fangen die Kühe an zu schielen. Achtung, da will einer mehr. Nicht? In den Arsch pieksen. Komm. Du auch, hier, Delle. Bei so einem Bullen, wir wollen ganz ehrlich sagen, wir haben da keine Chance mehr. Wenn er uns auf den Kick gekriegt, macht er uns fertig. Guck ihm, der Blick, diese Schielen. Oh nein. Ich komme hier ganz selten in der Weide, aber wenn, dann habe ich immer die Forke mit. Weil so doll können wir gar nicht kratzen. Nicht mal der XXL-Ostfriese. Du bist Papa Schatz, ne? Da? Ganz tollen Bull bist du. Du bist so ein lieben Junge. Tammes Hühner machen Mogeleier. Die ganze Farbe geht ab. Das ist ja ein Witz. Ich habe sowas noch nie gesehen. Guck. Da. Voll die Mogelpackung. Tamme Hanken, den werden wir uns gleich mal krallen hier. Wir wollen Farbe drauf haben. Ja. Sind froh, dass sie dunkelbraun waren. Jetzt sind die gleich alle weiß, wenn wir länger waren. Das ist aber gar nicht hier. Das ist ja ein Scherz. Genau. Wir probieren das heute alle und nächsten. Das füllt immer Eierfärbetier. Ja, genau, sind wir dann fit. So, jetzt wollen wir mal gucken, was die Missficken in der Stube machen, hätte ich schon was gesagt. Sie geben sich ganz dem Ostervergnügen hin. Eier anmalen, Kuchen backen und das alles, um den Chef glücklich zu machen. Mag Tamme das süß? Weil ich halt Tamme kann. Nee, das muss ja gar nicht bleiben. Das ist unsere Geheimzutat, okay? Mama hat gesagt, du darfst keine Schokolade mehr. Lecker Schokolade gegen Hilfe. Schokolade festhalten. Das mit Mehl und so nicht. Und
Und? Da ist die ganze Schokolade. Nee. So, kann ich probieren? Hallo, Hanna. Was wird das für eine Torte? Eierlikör-Torte. Hast du ein Bild? So, jetzt mal auf ein Bild gucken, ob sich das lohnt, wieder herzukommen. Wie viel stöckig? Einstöckig. Einstöckig? Wir wollen auf dem Boden der Tatsachen bleiben, bevor das zusammenfällt. Ich habe neulich in so einem amerikanischen Film gesehen, der gibt bis 10-stöckig. Ja, die kannst du ja machen. Und was ist mit dieser, wo Tamme draufsteht? Nee, die machen wir nicht. Die macht man auch, das essen wir auch auf. Da habe ich jetzt ja nicht für eingekauft. Das ist egal, du wirst alles improvisieren. Es sind noch ein bisschen abgelaufene erstmal Sachen. Erstmal Stockbrot und das gemacht. Genau. Dann können wir gucken, wenn da was über ist. Sie kann Torten machen, sie muss alles Torten. Und nicht naschen vom Teig, dass es zu wenig wird. Sonst kriegen wir diesen großen Mann. Und aufpassen, dass die Kleine nachher... Ich habe ein Rätsel. Was glaubt ihr, was ich hiermit jetzt mache? Du machst einen Teig und gehst ein paar andere. Sie springen in den Brunnen. So schlimm ist nicht. Das ist ja nur eine kleine Hilfe, damit du nicht ganz so viel weinen musst, wenn du jetzt die Zwiebeln fertig machst. Zwiebeln? In die Torte? Hallo. Nee, ne? Dann wickeln wir die Schalen richtig um die Eier, packen dann dieses eingepackte Ei in kaltes Wasser und kochen das. Und durch das Kochen kommt natürlich dann die Farbe von diesen Schalen raus und soll die Eier schön färben einerseits, also Farbe geben und aber auch so Muster. Ne, so wie die Blätter. Wenn du schneidest, aufpassen und nicht mit Carmen reden. Gucken, wo die Finger sind. Hallo. Weil es wird sonst blutrot, die Eierfarbe. Ja. Oh! Ja, hier. Endlich naht der Höhepunkt des Tages, das Ostereiersuchen. Die Kleinen sind bereit, fehlt nur noch das Startzeichen. Achtung! Wollen wir starten? Ja. Welche Richtung? Hat jemand eine Idee? Schuss frei! Sucht, was ihr kriegen könnt! Oh nein, die haben schon Ei. Hältst du gut fest? Du bist meine Freundin, ne? Mhm. Da oben sind keine. Nein, hier sind keine. Tamme muss das Eiersuchen mal kurz unterbrechen. Wie heißt dieser Haken? Welcher? Widerhaken? Dieser Haken, den du da jetzt dran machst. Hier, Karabiner oder wie? Das ist ein Panikhaken, stimmt das? Ja. Und warum heißt er Panik? Wenn er Panik hat, genau. Nein, wenn du den beim Raufziehen löst, ist das Pferd weg und dann kriegst du Panik. So, Pferd anfassen. Guck mal, da ist ein Ei. Keine Kompromisse. Du willst auf dem Hänger, also dranbleiben. Warum gehst du zurück? Ja, weil er steigt. So. Und stehen lassen. Er muss ruhig in Ruhe. Wir sind noch gar nicht rund. Hier ist bestimmt noch eins. Ja, aber auch. Ein grünes. Ein grünes. Ah, ich hab eins. Wir haben ihn fast drauf. Vorsicht. Und nicht. So, und reden. So. Die sind aber schick, die Eier. Ihr habt ja richtig viel. Ja. Der wollte doch immer wieder mit dir umdrehen. Du gehst ja mit. Wieso? Du willst doch auf dem Hänger. Wieso läufst du denn da hin? Je weiter du ja, weggehst, ganz will ich sagen, weil er meinte immer, geh zurück, dreh um und alles. Wer meinte das? Der Mann. Zu Hause haben wir ihn muss. Hier, macht das unter euch aus. So. Ich hau ab. Das hast du gesagt schon. Du musst viel mehr gucken. Das ist das, wenn du der Disco bist, siehst einen Wahnsinnsbraut und dann guckst du zu deinem Bier. Nein! Zumindest hältst du sie mit einer Hand fest. Was ist das für ein Bier? Dass du Kontakt dran kriegst. Ihr seid heute die Jugend, das ist ja hier. Und dann kommt er, der Lattenmann. Du hast vernünftige Kinder abends zu Bett gebracht
Und morgens kommen sie hoch und sitzen so am Frühstückstisch, sagen nichts mehr. Bis 18 nur noch Unterhaltung per E-Mail oder sowas. Und weißt du, was das Schlimmste ist? Wir machen das im Auto ja, nicht? Dann schalte ich wohl mal bei Fabian die Navigation aus. Aber wenn ich den ausschalte beim Auto, schalte ich ihn mit aus. Oh, nee, oh, nee, oh, nee. Gut, dass, jetzt verstehe ich auch, warum ihr in der Schule Aufklärungsunterricht hattet. Ihr werdet da nicht mit klar gekommen. Und bei uns lebt das ohne Jugendforscht. Kenne. Logisch, früher war alles besser. Wisst ihr was? Ich versuche gerade Carmen zu malen. Ich hab gedacht, das bist du selber. Jetzt pass mal genau. Hier, das Mama, wichtig. Die hat lange Haare. Ja, das kriegt diese auch noch. Und ich habe auch noch alle Zähne im Mund. Nein, du hast Zahnlücken. Wenn du dich weiter so benimmst mit mir, hast du bald große Zahnlücken. Und eine tropfende Nase habe ich auch nicht. Ja, die hast du aber nur wirklich. Cool, oder? Sag mal, eure Papas zu Hause nicht? Knutschen die eure Mamas auch einmal? Wir im Leben. Ja. Das war ich so. So, Carmen ist fertig. Zack. Dreh du dich mal um. Deine Frisur will ich ja, umdrehen. Ich habe extra Zeug reingetan, dass die Locken mehr sind. Genau so sieht es aus. Und das ist immer mit deiner Haare, deine Haare hochkämmen. Ne? Das ist, so sieht das aus. Mama. Eine Meisterleistung. Achte mal drauf, dass ich dich nicht gleich male. Ich will euch mal einen Tipp geben, wo ich besonders darauf achte. Ihr müsst sie hässlich malen. Hallo. Voll Scheiße. Schafft ihr das? Zum Beispiel so mit Vampirzähne und so. Mach. Ja, genau. Mach ich doch. Guck eben, ich habe Carmen schon zwei Zähne gezogen. Schaust du mal? Oh ja. Voll die Zahnlücke. Das kommt gut. Ihr werdet doch nicht eingeladen, dass ihr alle was nein, mitbringt. Aber weil ihr immer so lieb seid und so schön schreibt, das habe ich aber noch nicht gemacht. Und da habe ich gedacht, da kannst du noch wohl Zeit für finden, dass du die wird ganz schön. Ich habe extra Knospen genommen. Das sehe ich. Toll. Und wenn die blüht, dann denkst du alle Tage an uns. Ja, mache ich. Dankeschön. Ja. Besuch aus der Nachbarschaft. Tini und Alma, 90 und schlappe 102 Jahre alt. Und alles in den Griff, die beiden. Alles. Ja, wie sind wir gesund? Das haben wir gehört. Ja, das ist ja mit Oster für, wie wir gesund kriegen. Was wir für einen Schnaps trinken? Ja. Tini? Wodka mit einem Kast drin. Nee, Tini, sag mal die Frau, was du wohl für einen Schnaps machst. Können wir wem kriegen? Krüden ist ostfriesischer Kräuterschnaps und für Tini Medizin. Nee, ich den Kröten, Heavy. Ich will es kicken, ich will es sein, dass ich einen Schnaps trinke. Da musst du nicht fragen, tu uns doch überraschen, wir trinken alles. Ja. So ist so. In puncto Schnaps ist der XXL Ostfriese normalerweise bestens sortiert. Ey, lass ihn mal auf. Habe ich da denn schon reingeguckt? Fängt der zu süß. Den mögen die Mädels nicht, der ist zu süß. Er wird doch wohl einen Krüden haben. Zettel schreiben, Kiste Krüden. Und wir nehmen diesen jetzt. Kiste Krüden? Nein, das ist kein Krüden. Nee, aber das ist ähnlich als Krüden. Tini, nur wir es anstellen. Prost, Tini. Damit wir es überleben. Einmal auf unsere Gesundheit. Und ich möchte, dass ich das auch hinkriege, als ich. Einfach alt worden und knackig blieben. 32%. Ja, mindestens. Ja. Alles, was einen nicht umbringt, macht einen stärker. Also Prost. Schätze, dann werden wir den Buddel voll abhemmt, denn sie wie Gautran. Das schmeckt aber lecker. Sie schmeckt wahr. Schmeckt und macht munter. Die will sagen, ich schmeck lecker. Jo. In der Küche gibt Tatjana alles, um ihren Chef glücklich zu machen. Eigentlich ist sie ja gelernte Bäckerin und man könnte sagen, man sieht's. Bis die Torte fertig ist, geht's mit Tini und Alma in den Stall. Bist du faul, den Blift hier in der Hörte. Sitz. So ein gigantisches Schwein sieht man nicht alle Tage. Kein Wunder, dass sich die Schwestern nur zögerlich rantrauen. Ja,
Aber so, weil jetzt manchmal ist er auch knatschig. Sieh mal, ist hier wirklich so groß geworden jetzt? Ja, stell mal ab. Schnitzel. Oh, was ist das denn? Da wäre so ein schönes. Wir machen den mal die echte Geide wieder hoch. Das manchmal ist er auch knatterig. Oh, du hast die Augenfohlen. Das ist die jüngste. Oh, wie schön. Der hat den Auge drin, nicht? Und ein Gesicht, das ist ein Pony. Ach. Satan, wa? Das ist schön. So, jetzt kommt der Bier. Das ist ein ganzen tollen Fohlen. Ganzen tollen Fohlen im Stall, ganzen wilden Willi auf dem Paddock. Hauptsache, du trittst da nicht drauf. Willem. Die Verständigung klappt. Allerdings ist Tatjanas Kondition ausbaufähig. So, mit dem der Tod müde ist, da bist du selber gemeint gewesen, ne? Ihr Buß! Klasse gemacht! In Sachen Sport und Bewegung kennt sich der XXL Ostfriese aus. Theoretisch. Also, wenn ich in Bewegung bin, ich bin warm, ich habe so circa halbe Flasche Obstle und einmal Bier gehabt, dann komme ich aus der Schulter raus. Und dieses Fohlen auch. Ich habe zu ihm gesagt, guck in die Sterne, Schätzelein. Und Hanna guckt. Du siehst gleich, wie dieses kleine Kaltblutföhn aus dem Motor hinten rauskommt und vorne mit Verachtung die Beine wegschmeißt. Es ist, wenn ich zu Ende prahle, langt die nächste Stunde nicht. Wo bleibt das Pferd? Was denn? Willst du reiten, Tamme? Auf Tüti? Nein, das kannst du ihr nicht antun. So, ihr drei müsst zu dieser Seite rüberkommen. Fabian, nicht zu weit dahin. Hier einmal hoch und runter im leichten Geläuf. Da kannst du gleich sehen auf dem Festen, dass Bewegung keine Entschuldigung ist. Atemberaubend. So, scharf aus dem Weg, wir bestürmen den Reitplatz. Jetzt haben wir den auf dem Fest gesehen, hier bleiben, dass er nicht euch auf die Füße tritt. Sonst hast du einen Fuß so groß wie ich. Da hoch, auf den Reitplatz. Und nicht laufen lassen. Ist das geil. Jumpers kleine Maus. Jumpers kleine Maus und Tammes kleiner Praktikant. Mal sehen, wer hier schneller ist. Wenn der Schimmel für dich zu schnell ist, bist du für die Welt zu langsam. Schön Galopp. Etwas langsamer werden. Hanna kann auch nicht so schnell traben. Doch, komm dir an. Aber der geht richtig schön bergauf, nicht? Der Kleine. Der Kleine? Bergauf? Egal. Das hat gut getan. Und hey, direkt in die Box rein. Du kannst schon nicht mehr. Fabian muss noch 5 Fohlen rausholen. Dann haben wir sie gesehen. Das nächste Fohlen kann tanzen. Tja, Fabian, es wird nicht leichter. Und jetzt musst du mal probieren, ob du mit ihr traben kannst. Guck dir das hin an. Ist das ein geiles Fohlen? Fabian, das ist lebensgefährlich. Du musst in der Deckung von der Stute bleiben. Das ist der Trick. Das Fohlen gehört nach rechts. Wenn du da einen von Chris, ist die Kinderstube auf dem Misthaufen. Oh, bist du fies, Tamme. Hallo? So, noch einmal antraben, im mittleren Tempo. Sport ist doch am schönsten, wenn man dabei zuschaut. Stimmt's, Tamme? Traben. Und wer sich so verausgabt hat, darf auch richtig reinhauen. Die sieht gut aus. Also ein Messer wollen wir anschneiden. Eierlikör-Torte. Wir wollen sie probieren. Ja, unbedingt. Ja. Siehst du? Hier. Richtig professionell. Professionell. Oh, hier. Mann, du, da geht er durch wie die Butter. Butter, du. So, jetzt geht das rechte Stück zu Peter. Und das linke zu Tamme. Tatjana meint es gut. Nicht nur mit dem Chef. Aber die beiden Damen haben nicht dasselbe Fassungsvermögen wie Tamme und Peter. Das kann man auch kleiner schneiden. Nicht so dick. Okay. Das ist der andere so lötschende. Das Kind ist mal mini. Dann können wir die Fotopie anfangen. Ja. Wenn wir mal einen Gabel kriegen. Warum das denn? Dann seid man nicht so eingebildet. Moment mal, eingebildet? Tamme? Niemals. Okay.
Siehste. Kicken, du kannst durchkicken. Durch. Du aber wehrt nicht, was die beiden nur so richtig riek noch mal heiraten, da wird doch. Papi, also, Tanne, du hast von dem Schnaps zu viel gehabt. Was du jetzt erzählst, ne? Sie will nicht, sie will nicht. Warum auch? Schließlich hat's bis jetzt ja ganz gut ohne geklappt. Den Mann lübelt sie nicht. Sie will selbstständig bleiben. Und du gibst dir so viel Mühe, ne? Aber jetzt musst du dir mal vorstellen, wenn du wirklich wollen, dass Spaß beiseite. Wenn du wirklich wie ein Mensch, der Kumpel da wollen, einen Kerl hinbringen und so, mal anbämmen und so was. Ne? Könnt ihr einfach. Ja. Ich dachte, kommt schon. Was meinst du, wo fliegen? Geh über der Heilige. Wo meinst du über die Heide? Dort unter die Heide oder über die Heide? Über die Heide nennt man, wenn sie flüchten. Ne? Jetzt können wir ihn ja kriegen. Ja. Ja. Er lässt bei uns doch das Vieh in der Weide. Und wenn er nicht pariert, wird ein Draht abgekniffen. Ja. Und dann wollen Männer und Nachs und Bär. Dann wollen Männer und Bär, genau. So habe ich ihn, Menno. Ja, du, wir haben schlechte Karten, ich würde wohl. Die morgen brav bleiben. Ja. Menno, die kennen dich noch gar nicht. Nee. Während sich die Jungs mit den Mädels amüsieren, sind Carmen und Tatjana schon wieder im Einsatz. Hoffentlich bleibt das Wetter jetzt mal so. Komm, wir gucken mal, was unser weißer Kumpel macht hier. Jumper? Ja, hallo, mein Schatz. Ja, was ist das denn für eine Begrüßung? Das ist ja mega. Was ist das denn für eine Begrüßung, Schatzi? Na komm. Oh. Na? Was ist los hier? Hm? Tammes Liebling Jumper geht's in letzter Zeit nicht so gut. Du siehst ja aus, du. Jumper ist ein altes Ferkel. Wie fühlen sich deine Füße denn heute an? Du hast heute auch noch nicht viel gefressen. Kraftfutter ist weg, aber Heu oder hat Becky dir so fein viel gegeben? Immerhin hat er wieder einigermaßen Appetit. Du musst noch was anderes haben, ne? Hab ich aber gar nicht mit. Hab ich gar nicht mit. Du? Guck mal, jetzt ist das ja schon letztes Jahr September. Ist das schon weit mehr als ein halbes Jahr her. Und Gott sei Dank haben wir einen guten Tierarzt, sonst wärst du jetzt schon nicht mehr mit der Vergiftung, ne? Und vor allem über Nacht in der Box vergiftet, ne? Also irgendwas zu fressen gegeben. Na, das hat einen Stoffwechsel irgendwie einen Crash gegeben bei dir, ne? Das ist echt Mist, ist das. Hm? Und dabei kommen deine Mädchen doch zu dir. Du? Eine feine. Hoffen wir, dass wir noch mal ein paar Polen kriegen. Ja, das wäre nicht schlecht, ne? Mhm. Was ist denn mit dir? Ein paar kleine Jumpies, ne? Ja. Hm? Du bist ja richtig gut drauf, du. Hä? Hallo. Es kann nur die Madame sein von Onella. Das ist ein verrücktes Ding. Hm? Madame ist pikiert und fordert Beachtung. Ja, Junior, das schönste Kaltblutfohlen, was jenseits des Mississippis läuft. Hallo, J.A. Ich werd verrückt. Ich werd verrückt. Was ein geiles Fohlen, ne? Bei dem Vater kein Wunder. Jumper deckt nämlich neuerdings auch Rapstuten. Ich würde aber sagen, hier muss der Hofschmied mal her. Ja, ich wollte aber jetzt, bevor sie tragen, war nicht mehr. Nee. Satan, komm, lauf mal hin und her. Ah, das kriegen wir schon hin. So, dies ist Jumpers Hengstfohlen. Ja, siehst du hier, wie er kommt? Geil, ne? Er ist 8 Tage alt und genauso selbstbewusst wie sein Vater. Zwischen der Rapstute und dem Schimmelhengst hat's gefunkt. Und es funkt noch. Was denn der alte Schimmel? Wie er sie noch lieb hat. Jo, ist Rossi, kommt dabei. Ich glaube, es bahnt sich eine Liebe an. Was denn? Geht's schon wieder weiter? Die Stute hat doch eben erst gefohlt. Wo die Liebe hinfällt, nicht? Ja, das ist doch schön, dass der Rossi. Jetzt ist ja Anfang der Rosse. Einfach nicht. Wir haben schon Glück, dass er so weit angefangen ist. Gleich werden wir sie einfach ein Stückchen hochbiegen, Tür auf, Hengst raus und Schutz frei. Hallo?
Hörst du auf? Alle Schnuffel. Ganz locker bleiben, Jumper. Dein Mädchen wartet doch. Komisch, dann tun einem die Füße so weh. Aber wenn es darum geht, sind sie alle wieder gesund. Wenigstens für einen Moment. Hör dir die Natur. Wie die Urrinder rufen. Alle froh. Bis auf Peter. Deine Rippe? Ja. Ist schlecht Luft? Ja. Eine angebrochene Rippe ist nicht schlimm. Nee, das macht doch nichts. Da kannst du eh nichts machen. Was? Das sind ein paar Kilo. Ja. Ja, weil du die nicht festgehalten hast. Jetzt musst du Peters Rippe brechen. Hallo? Hätte es nicht deine sein können? Offenbar hat die Stute Peter ein bisschen zu kräftig gedrückt. Wenn so viel Leidenschaft im Spiel ist, sollte man sich besser in Sicherheit bringen. Das passt. Seht ihr das, wie das passt? Klar passt das, wie Deckel auf Topf. Ups, Peter. Und noch viel schöner sieht es aus, wenn man es aus sicherer Distanz beobachtet. Das ist mein Jumper. Dann wird die Rübe eingezogen. Wisst ihr, wie schlau Pferde sind? Ah, er deckt ab. Guck dir das immer an, wie das kluckert. Jetzt gibt er alles. Oh, was herrlich, was herrlich. Mein Junge, wie in früheren Zeiten. Das ist Liebe. Fein gemacht, feine Junge. Ist ja auch sexy, ne? Feine Pferd. Dreh um und rin. So, langsam mit deinen Füßen. So, alle. Alles gegeben, Jumper. Und Papa fast ebenso glücklich gemacht. Bleibt zu hoffen, dass dieser Einsatz den gewünschten Erfolg bringt. Auf dem Paddock finden jetzt die ostfriesischen Osterspiele statt. Nein. Verlorene Eier, verlorene Männer. Wasser, das wird direkt am Friedhof abgefüllt. Ah, deswegen das gute Aroma. Wer weiß was, wer will Fanta? Alster, wir haben hier Bier, wir verdünnen. Da ist dieses Zeug für Verflüssiger für Bier. So, jetzt hast du auch deine Fanta. Genau. Ich brauch keine Fanta. Männer, weißt du was, die Mädels trinken Krüden. Normal müssen wir eine Flasche mitnehmen. Aber trotzdem für Oster, ja, wir wollen ja, ja, für Oster. Ja, wir wollen den Kartonkrüden mitnehmen, sicher, sicher. Ja gut, nehmen wir Kartonkrüden mit. Ja, da brauchen wir keine Fanta, meinst du? Oder? Ja. Da können sich Alma und Tini ja ordentlich ein hinter die Binde kippen. Harte Drogen müssen wir suchen. Bist du verrückt? Ja. Der ist gut hier, dieser Crudon, ne? Nimmt B mit. Gut, dann haben wir's. Nein, das ist alles dieselbe Brühe. Na, Fredi, Zweifel? Wir haben die billigen. Willst du die teure mitnehmen? Ja, ich komm her, reicht. Wir haben alles. Weiter geht's. Fredi. So. Und jetzt alles fertig machen fürs große Osterfeuer. Hier, Fredi, das ist was für einen alten Sack. Den kannst du mit rollen. Genau, ich schwerste. Den kannst du mit rollen. Ja, ich weiß. Da sind auch Gleichgewicht noch. Oh, jetzt kommt auch das. Oh je, armer Fredi. Aber wenn sogar der XXL-Ostfriese mit anpackt, kann man sich ja nicht einfach aus der Affäre ziehen. Aber man kann sich Zeit lassen, in der Hoffnung, dass die anderen den Rest alleine machen. Viel Zeit. Fredi, muss das sein? Wo schiebst du denn hin? Lass stehen, ich mach das. Lass einfach stehen. Kann ja stehen bleiben. Kann ja stehen bleiben hier. Das ist wie beim Autofahren, aber nach links hin geht's schwerer. Ja. Obwohl du ein alter Sozialdemokrat bist. Siehste, Fredi, die Rechnung ist aufgegangen. Der XXL-Ostfriese ist zwar selbst nicht immer der Erste, wenn es ums Zupacken geht, aber über seine Ungeduld kann man ihn austricksen. Und irgendwann ist alles geschafft. Moin, Minanne. Moin. Mich dürste. Oder weiter. Du musst ja mir noch ein bisschen Spaß sprechen. Erst dein Gesicht. Erstmal.
Prost miteinander. Und dass das ein moi Abend wird und das Juck schmacht hemmt. Und das kommt von Sülz. Moi Abend. Das Programm ist klar strukturiert. Erstmal reichlich Gerstensaft als Grundlage für das Grillgut. Und anschließend, na was wohl? Wahrscheinlich einen Kröten. Ich war ja eigentlich satt, aber jetzt esse ich ja dort auch wieder was, nicht? Jetzt gibt es kleine Frikadelle. Prost miteinander. Prost. Alma und Tini müssen sich auch erstmal mit einem Bierchen zufrieden geben. Prost, Freddy. Hast du Rücken noch da? Einen Rücken? Ja, dann. Klar. Sollte ich da. So, jetzt gibt's einen Kräuter hier. Jawohl. Deswegen sind die beiden Damen auch so alt geworden. Die trinken jeden Abend ein, zwei Stück davon. Ja. Was? Und noch zwei. Ja. Mein nächstes Ziel. Na dann, Freddy, runter damit. Ja, Bruder. Welche sieht man, wie ernst trinken? Wo kommt der Wind her? Hier, da, kicke nicht für. Eigentlich ist Ostern ja ein Fest für die Kleinen. Aber wenn es ums Feuer geht, kommen auch die großen Jungs auf ihre Kosten. Manuel Brandstifter, das liegt ihm im Blut. Nun wurde Kosmos warm, nun gibt's Sommer. Schnell noch ein Foto. Da wieder vor. Ja. Die Brille anmachen, lass doch wenn man wüsste, wie es geht. Ich wackel nämlich nicht. Wackeln tust du. So, und jetzt atmen. Nee, ich muss weiter zurück. Schatz, du hast das Objektiv ganz rangeholt. Kannst du wieder wegholen? Ranholen? Ich will euch wegdrücken. Ja, kannst du auch. Ach, hier dreht sich ja nichts ran. Mach, mir wird warm. Wieso blitzt er nicht? Dann brauchen wir das nicht, dann ist nur Blitz. Probier mal. Weil du jetzt eine Lichtquelle von hinten hast. Schätzelein, hier brennst du hinten. Ja, irgendwie ist das so heiß. Komm mal her. Ich bin alle heiß, fühl mal. Das war meine Energie. Ich will mir noch die Hände verbrühen. Ich wusste, dass du ein heißes Weib bist. Ja, super. Ich sag ja, ohne Blitz geht das nicht. Das sieht ja toll aus. Das ist ein tolles Bild. Ja, das hat was. Wir sehen heute besonders gut aus. Naja. Das Feuer ist jedenfalls gut zu sehen. Und darauf kam es doch an. Oder, Tamme? So, Oster, nun kann losgehen.